Good morning und herzlich willkommen zu meinem neuen Vlog. Heute nehme ich euch mal durch den ganz normalen Prep-Tag auf Bali mit. Ich bin jetzt genau 8 weeks out. Ich habe schon 8 Wochen Diät hinter mir. Ich fühle mich gut, Performance ist gut und das bleibt hoffentlich auch so. Beziehungsweise ich sage mir einfach, das bleibt so. Wir haben jetzt gerade 8 Uhr. Ich habe gestern mit Jackson noch bis 0 Uhr seine Kisten ausgepackt und er ist umgezogen. Und deswegen haben wir gesagt, schieben wir unseren Schedule mal ein bisschen nach hinten. Habe ein bisschen länger geschlafen, beziehungsweise normal geschlafen, aber ich bin dann zu spät ins Bett gegangen. Und dann geht es gleich ins Training. Aber vorher gibt es erstmal Frühstück. Und zwar gibt es hier auf Bali zurzeit das Porridge in einer etwas anderen Variante. Und zwar aus dem Kühlschrank. Ich hatte das gestern in die Mikrowelle gemacht. Schaut einfach mal auf Instagram, da habe ich eine Anleitung dafür. Ich mag es so sehr, sehr gerne. Und hier ist auch kein Whey drin. Das Whey trinke ich separat als Shake und irgendwie hat das auch nochmal so einen frischen Moment. Ich mag es einfach sehr. Und das mache ich jetzt hier fertig. Dazu gibt es noch ein Sprudelwasser. Und ich freue mich so auf das deutsche Wasser. Auf das deutsche Sprudelwasser. So schön aus dem Soda-Stream. Richtig, mit richtig viel Sprudel. Genau. Und hier einmal mal das Sprudelwasser. Hier kommt jetzt mein Shake rein und dann nehme ich einmal Almond Coconut und dazu kommt dann auch schon Glutamin und Kreatin damit rein, dann ist halt alles auch erledigt. So. Sprich, 30 Gramm. Und Leute, bitte nicht das Frühstück skippen. Ich habe das so lange gemacht, ich habe richtig lange nicht gefrühstückt und habe dann immer erst so um 15 Uhr das erste Mal gegessen. Das ist so dumm. Also macht das nicht. Haut euch morgens direkt mal einen Shake hier rein. Dann seid ihr auch gut versorgt. So, wie gesagt, haben wir noch Glutamin. Gut für die Verdauung, gut fürs Immunsystem. So. Ah, da ist gerade noch eine Ameise mit reingefallen. Ich kann kotzen, das ist ekelhaft. Jetzt sehe ich sie nicht mehr. Und Kreatin, ja eh basic, Leute. Also wenn ich kontinuierlich war, dann mit Kreatin. Kreatin nehme ich, seit ich wirklich ernsthaft trainiere. Und das jeden Tag. Ihr müsst keine Kuren machen, nimmt es einfach durch. Ich habe hier auch eine Ameise. So, lecker. Und am liebsten das Ganze natürlich mit dem Burale. Schön alles gekühlt, da kommen wir jetzt auch noch einfach ein paar Eiswürfel rein. Mir fällt einfach gerade ein, dass ich meine Bestellung bei Pump vergessen habe. Das muss ich jetzt hier mal gleich sofort machen. Denn Meal Prep technisch mache ich zurzeit hier mein Porridge Bowl und mein letztes Meal. Und alle anderen Meals werden für mich gepreppt und ich sag's euch Leute, das ist so praktisch. Ist natürlich jetzt in Deutschland nicht möglich, aber hier möglich und deswegen wird das gemacht. Sehr zeitsparend, sehr, sehr, sehr angenehm. Und mir graut schon vor Deutschland, dann muss ich das alles wieder selber machen und es nimmt halt einfach sehr viel Zeit in Anspruch. Aber das kriegen wir hin, haben wir vorher auch geschafft. Das ist gar kein Thema. Und ich bin gerade bei der Proteinquelle so auf Eiklar, das liebe ich ja. Kann ich auch mal empfehlen. So, hier kommen noch ein paar Datteln drauf. Ja, und das ist der Daily Tag auf Bali. Jeden Tag bin sehr lange im Gym, weil ich einfach sehr viele Sachen dort mache. Aber ich mache auch immer noch eine Mittagspause im Gym, das zeige ich euch später. Auch angenehm. Kurz ein bisschen rechargen und dann geht es weiter im Sportprogramm. So. Wollen wir auch nicht zu viel nehmen. Ich bin übrigens sehr zufrieden mit meinem Fortschritt zurzeit. Ich hoffe, das bleibt so. Ich muss aber auch sagen, ich mache so ein bisschen extra Stuff. Mehr als nötig, aber hoffentlich auch mehr als die anderen. Und wenn ich mehr als die anderen mache, dann habe ich auch ein besseres Ergebnis als die anderen. It's that easy. Ne? Beziehungsweise, das ist die Hoffnung. Immer das machen, was die anderen vielleicht nicht machen würden, weil sie nicht mehr wollen. Und damit dann überholen. Naja, auf jeden Fall, Leute, freue ich mich auf den New York Pro. Wie wild ist das eigentlich, wenn man wirklich drüber nachdenkt, ich starte auf den New York Pro. So great. Aber es wird richtig cool. Ich freue mich jetzt schon sehr. Es wird einfach ein richtig nicer Trip.
Und dafür wird jetzt gearbeitet, dass ich da mit dem Ergebnis dann auch zufrieden bin und happy bin. Aber gerade bin ich auf jeden Fall sehr happy. Und mich hat eine im Gym angesprochen und sie hat gesagt, startest du? Ich so, ja, Figure. Und ich war so, ja, man sieht's, keine muskulöse Bikini-Athletin mehr. Naja, es war jetzt eine Person, die es gesagt hat. Aber ihr wisst, was ich meine. Na, ansonsten, Leute, muss ich mich jetzt auch mal an mein Camp machen. Das wird richtig Arbeit. Ich nicht mit so viel Bewerbungen gerechnet. Und da werde ich ein richtig cooles Team zusammenstellen. Also Leute, mein Camp, die Unterkunft, alles drum und dran. Ich sage es, ich erlebe es hier ja jeden Tag am eigenen Leibe, wie krass bereichernd sowas ist. Und ich sage es euch, ich mache gerade so viel Fortschritt, das ist einfach krank. Das ist richtig gut. Und das ist, weil ich in der richtigen Umgebung bin. 100%. Deswegen Leute, wenn ihr einen krassen Progress machen wollt, begebt euch in die richtige Umgebung und ihr werdet krassen Progress machen. Geht gar nicht anders. Nicht im Gym, wo euch sowieso jeder feiert, weil ihr so krass seid. Nee. Geht mal wo ihr normal seid oder schlechter und dann lasst ihr euch mal richtig hochpushen. Lecker. So, mein Shaky. Das ist übrigens mein Trainingsoutfit. Ich trainiere in Jogginghose, weil mein Shorts alle in der Wäsche sind. Aber das ist ja gar nicht schlimm. Meine letzten Züge Flame Tasty auch irgendwie echt ganz traurig hier, aber ich dachte ein bisschen. So, das muss natürlich jetzt sofort verschlossen werden. Weil sonst werden solche Sachen richtig steinig, weil es einfach durch die Luftfeuchtigkeit so komisch wird. Ich werde das jetzt hier verschlossen. Und dann bleibt es hoffentlich so. So, Breakfast ist ready. Und jetzt mache ich den Podcast an. Moment, ich sitze jetzt mal am Tisch. Also ich habe gestern Beine trainiert und ich spüre sie sehr. Na, aber was ich eigentlich sagen wollte, dass ich zurzeit Podcast höre. Und ich höre gerne den Podcast Straight Outta the Liar. Ich weiß gar nicht, was das übersetzt heißt. Mit Flex Lewis, 7-mal Mr. Olympia in der 2-12er-Klasse. Und es ist auf Englisch. Aber erstens finde ich die Leute auf Englisch sehr viel inspirierender. Weil irgendwie fehlen mir so diese richtig krass inspirierenden Leute, die sich auch gut ausdrücken können. In Deutschland, das fehlt mir so ein bisschen. Und da höre ich mir das jetzt an. Hier, mit Callum Walsh. Kann ich nicht empfehlen. Und ihr tut natürlich auch direkt was für eure Englischkünste. Was auch gut ist. Komm, jetzt mal abspielen hier. Warum funktioniert das nicht? Auch das WLAN hier. Naja, auf jeden Fall frühstücke ich das jetzt. So sieht das Endprodukt aus. Richtig lecker. Und dann mache ich mich frisch und dann sehen wir uns gleich. Hanna? Ja? Achso, da unten. Also ich habe jetzt hier schon meine Pre-Workout-Drink, weil ich nicht so gut in der Zeit liege. Es gibt Nitro-X, Collagen-Peptides. Und dann mache ich mich jetzt frisch. Oh. Jesus, meine Beine. Das ist richtig schwer irgendwie. Und dann geht's noch flott ins Gym. Sehr lecker bringt's. Ich mische den Matrix mit Kollagenpeptides ein. Geschmack, die macht das sehr viel. Okay, ich nehme mich einmal im Schnelldurchlauf mit durch meine Schminkroutine. Es gibt Sonnencreme. 50 gegen die Hautalterung. Ne? Wir wollen ja nicht haltig werden. Ich weiß gar nicht, ob das auch einen feuchtigkeitsspendenden Effekt hat, die Sonnencreme. Aber ich creme mich darunter jetzt irgendwie zurzeit nicht ein. Könnte man aber wahrscheinlich auch tun. Okay. So, Step 1. Das hier, America's Best Concealer von Tarte. Der kommt unter die Augen. Hier in die rote Stellen. Zack. Fertig. Nehme ich hier so einen Beauty Blender und verblende das. So. Ein bisschen auf die Nase. Ja. Zack. Da haben wir hier ein bisschen die Rötungen abgedeckt. Ach komm, unter den Augen geht noch was. Dann Pinsel.
und transparentes Puder, was komplett fast leer ist. Zack, wird das hier kurz abgepudert. Ist ein unnötiger Schritt, weil ich schwitze, sobald ich das Haus verlassen habe, eh wieder und dann ist hier gar nichts mehr abgepudert. Aber egal, ist natürlich wichtig. Dann NARS Palette. Hier, ist ein bisschen contouring-mäßig. Aber nur ganz leicht. Ich muss das vorher mal hier noch so ein bisschen abwuseln. Weil der ist sehr gut pigmentiert. Zack, und das kommt immer hier so ein bisschen auf die Stirn. Und hier so ein bisschen hin. Ja, alles so ein bisschen mehr Farbe im Gesicht. Und jetzt ein absoluter Geheimtipp, Leute, Blush. Da kann man ruhig ein bisschen großzügiger sein. Und wenn ich mich jetzt nicht schminken würde und nur so ein bisschen Blush drauf machen würde, würde das auch schon so viel ausmachen. Kann ich nur empfehlen. Roter Blush halt total. Ein bisschen auf die Nase, zack, zack, zack. Dann habe ich hier von Anastasia ein wunderbares Augenprodukt, Augenbrauenprodukt. Das macht man einfach wie so ein Bürstle. Vorsichtig, denn auch dieses Produkt ist gut pigmentiert. Wollen Sie nicht übertreiben. Mhm. Augenbrauen. Und last step, ein Schluck Getränk. Dieser Mascara. Wo hat sie denn schon wieder ihre Brüste hingelegt? Mascara auch drauf. Ziehe ich mir meinen Ring an. Und das ist dann mein Make-up für den Tag. Dauert 5 Minuten. Ganz schnell. Bisschen Lippenbalm fehlt noch. Haben wir hier den, hat Hannah mir geschenkt von Dior. Sehr schön, sehr simpel. Look, dann müssen wir uns hier jetzt mal gerade die Haare und dann geht's los. Okay, ich habe all meine Sachen fürs Gym vorbereitet, mein Bikini natürlich auch eingepackt. Und jetzt muss ich mal ganz flott noch meine Bestellung machen. Ich zeige euch jetzt einmal, es ist einfach so, es ist so herrlich. Und zwar ist das hier der Nemanja, weil er heißt glaube ich gar nicht so. Naja, auf jeden Fall mache ich dann, ja, er hat ein paar Kommunikationsschwierigkeiten, das brauche ich heute. Good. Morning. Das ist nämlich für morgen. Morgen ist Rest Day. Perfekt. Das ist für heute. 12, was haben wir jetzt? Ja. Das ist für morgen, morgen, morgen. Heute, 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 heute. Perfekt. Reminder everywhere. Das hier ist mein Vision Board. Sehe ich jedes Mal, wenn ich an mein Handy gehe. Reminder hier. Und das ist ein cooles Lied. Und jetzt gehe ich los. Einmal Pre-Workout, Meta X. Und in Deutschland wird es auf jeden Fall Grizzly Schwest geben. Ich bin sehr gespannt. Und hier sieht man mein Spiegel. Das ist das Gym. Schon schön. Und da geht's jetzt erstmal aufs Laufband. Jetzt ein bisschen verbrannt. Ich glaube, die haben hier wieder ein bisschen kleines Feuerchen gemacht. Das sind übrigens meine neuen Schuhe. Liebe ich sehr. Das ist hier auch der Kühlschrank. Hier ist es so kalt drin. So kalt. Auch gespottet haben sie am Sportel. Theoretisch, die hat schon abschwingen. Da geht aber noch einiges. Klassischer Warm-Up-Set. Und toll, die Laufbänder sind alle belegt. Bis der Meister gehen.
Bist du noch im Warm-up? Ja, ja. Jetzt. Voll, ich bin hier angekommen, bin hier im Ameisenhaufen, alles hier rumgewuselt. War bei dir, ne? Ja, ich kann jetzt nicht da auf. Aber ich glaube, es verblödet dich gleich. Oh, die Jacke ist da. Und die Jacke ist auch da. Na gut. So, das trinke ich jetzt. Okay, Leute, es ist Post-Workout. Time. Hey, Jens. Hi. Hey. Hi, Jens. Für YouTube. Thank you so much. Und das sind die Meals für heute und morgen. Teilweise. Porridge mache ich selber. Und Eier abends auch. Das kommt jetzt hier hin. Und das ist Stop 2, bevor es wieder ins Gym geht. Der K-Circle. Place to be. So Hannas Lieblingsladen. Ist ja ganz klar hier. Leute, kurzes Update. Ich habe trainiert. Ich habe Cardio gemacht, aber erst 20 Minuten. Ja, 40 Minuten mache ich später. Und bin dann jetzt erste Pumpkin gefahren. Das mache ich jedes Mal so. Ist total unnötig, weil ich könnte es auch einfach einmal in allem abholen. Aber irgendwie fahre ich dann doch jeden Tag hin. Hole meine Meals ab. Danach geht's zum Supermarkt, wo ich gerade dran stehe. Hole noch ein paar Getränke. Und jetzt geht's wieder zurück ins Gym. Und dann gibt's Post-Workout-Meal. Das habe ich ja gerade abgeholt. Und ein bisschen Sonne. Und dann geht's in die zweite Trainingssession und dazu sage ich mal später nochmal ausführlich was. So. Wunderbar. Und da sind wir wieder, der Place to be, wo ich täglich 8 bis 10 Stunden hier rumhänge. Aber da lässt es sich aushalten. Ist ein cooles Gym. Ist auf jeden Fall nicht verkehrt. Sind auch alle total nett und kümmern sich toll um einen. Okay, jetzt gibt's Essen. Ich habe Hunger. Die Leute, ich befinde mich in der Recovery Area. Habe schon mein Post-Workout-Meal gegessen. Denn das Training wurde etwas, sagen wir mal, rekonstruiert. Und zwar haben Jax und ich festgestellt, dass wir extrem lange trainieren. Also wir brauchen wirklich lange für unser Training. Und das war zu lang. Die Essenspause war zu lang. Was ist denn hier schon wieder los? Also zum einen war die Trainingspause einfach bis zum nächsten Meal zu lang, weil wenn man 4 Stunden trainiert, 1 Stunde vorher Pre-Workout-Meal isst und das dann alles so lange dauert, das geht nicht. Das heißt, die Trainingspause war zum einen zu lang und man hat wirklich so gemerkt, dass die letzten Übungen, die waren echt immer so, man hat sich durchgepusht, aber es war nicht mehr so cool, weil vorher einfach alles schon so extrem anstrengend war. Deswegen haben wir dann gedacht, okay, wir werden das jetzt hier ein bisschen rekonstruieren. Oder restrukturieren, ja. Wir werden das ganze Training restrukturieren. Und werden es so machen, dass wir den Trainingsinhalt splitten. Das heißt, wir trainieren eine Hälfte, machen eine Mittagspause, arbeiten, entspannen kurz und dann startet die zweite Hälfte. Und gerade am Leg Day, Leute, das kommt so gut. Das ist natürlich überhaupt nicht auf Dauer umsetzbar. Vor allem in Deutschland wird es nochmal herausfordernder. Aber hier mit der Recovery Area passt es halt wirklich perfekt. Weshalb ich das richtig gut machen kann. In Deutschland muss ich mal schauen, wie ich es jetzt umgesetzt bekomme. Aber grundsätzlich schon richtig, richtig gut. Vor allem, man hört genau dann auf, wenn man sich so denkt, boah, jetzt wird's eklig. Tankt wieder Energie und dann kann man halt wirklich gut reinstarten. Wir haben zum Beispiel heute Morgen Lat trainiert. Richtig intensiv, richtig gut. Ich fühle mich auf jeden Fall ausgelastet. Und dann wäre jetzt noch Bizeps und hintere Schulter gekommen. Und ich weiß ja, wie ich Bizeps auch in den vergangenen Monaten in den vergangenen Jahren trainiert habe. Und das war echt so rumgehampelt. Für den Jax natürlich nochmal 1000-mal wichtiger für mich jetzt. Aber jetzt starten wir gleich mit Bizeps und hinterer Schulter und dann können wir halt wirklich nochmal Gas geben. Weil sonst würde man das so ein bisschen stiefmütterlich behandeln. Und am Leg Day ist halt richtig wild. Weil am Leg Day machen wir wirklich erstmal komplett Vorderseite kurz mit Grundübungen, Mittagspause und dann komplett Rückseite mit Grundübungen und Isolationsübungen. Und das ist schon richtig gut, richtig gut. Wie gesagt, es ist natürlich überhaupt nicht für jeden umsetzbar, beziehungsweise für die wenigsten umsetzbar. Weil man braucht einen Job, der komplett free von der Zeiteinteilung umsetzbar ist. Und ich sage überhaupt nicht, dass das für jeden was ist, weil ich hätte es vorher nicht gebraucht. Aber jetzt, wo ich mit Jax trainiere und wir vor allem so lange und so intensiv trainieren, ist es schon ein riesen Benefit. Ich habe mir am Anfang, war ich sehr skeptisch, aber ich finde es schon gut. Ich sag mal so, der Progress spricht auch für sich.
ich fühle mich wirklich gut. Ich fühle mich langsam echt wie eine Figurathletin. Schön. 2 Jahre später, nachdem sie gewechselt ist. Nee, aber ich glaube, das geht ja echt in eine gute Richtung. Und was natürlich bei dieser ganzen Geschichte auch wichtig ist, Regeneration. Die Regeneration muss natürlich laufen. Wenn ihr merkt, boah, die kommen nicht hinterher, dann funktioniert das auch nicht. Aber wir trainieren gar nicht so viel mehr. Vielleicht so 2, 3 Übungen mehr pro Tag. Aber viel intensiver, viel intensiver. Und das ist das, was wir gerade machen. Und deswegen bin ich wirklich den ganzen Tag im Gym. Was ist denn hier oben eigentlich an der Linse? Deswegen komme ich halt wirklich morgens um 9 ins Gym und um 20 Uhr bin ich wieder zu Hause. No joke. No joke. Und die Idee von, wir splitten eine 4 Trainingseinheit in 2 Stunden Trainingseinheiten. Nein. Boah, trotzdem 3 Stunden. Aber ist egal, es macht Spaß, macht Bock und ich feier's einfach, ich feier's. Und es gibt ganz viele erfolgreiche Profi-Bodybuilder, die das auch gemacht haben. Und wenn die das gemacht haben und wir wollen dahin, ja, dann ist das vielleicht der way to go. Naja, also kurzer Exkurs in das aktuelle Trainingsprogramm. Mittagspause ist ja auf jeden Fall vorbei, war ja so ungefähr 2 Stunden. Haben unser Post-Workout gegessen und jetzt esse ich mein Meal, was ich sonst halt abends essen würde. Also Kartoffeln und Eiklar. Und dann geht es in Session Number 2. Und 40 Minuten Cardio habe ich noch auf dem Zettel. Ich habe nämlich entschieden, dass ich nur Stairmaster als Cardio zähle. Diese Steps da auf dem Laufband, das zähle ich jetzt Cardio. Und deswegen habe ich gerade eben nämlich Steps gemacht, weil der Stairmaster belegt war. Dann habe ich 20 Minuten Stairmaster gemacht, weil er dann frei war. Und jetzt fehlen noch 40. Aber dann. Und diese langen Trainingseinheiten bedeuten übrigens auch 2 Trainingsoutfits. Ganz wichtig. Denn nachdem wir das 2 Tage gemacht haben, waren wir dann irgendwann so, vielleicht sollten wir die Mittagspause auch für eine kleine Dusche nutzen, denn klingt ein bisschen. Nein, man ist schon auch mal schwitzen. Vor allem jetzt mit dem Cardio. Deswegen schaue ich jetzt schnell und dann schmeiße ich mich in meine 2. Sportkluft. Und dann geht's wieder mal weiter im Text. Und das ist mein nächstes Meal. Dann gibt's gleich noch hier Kartoffeln, Eiklar. Und dann geht's weiter. Okay, also Bizeps ist durch. Hintere Schulter ist durch. Cardio ist durch. Und ich gehe jetzt da hoch und esse mein 2. Post-Workout-Meal und ich habe Hunger, das vorstellen. Richtig Hunger. Aber wir sind durch für heute. Gutes Gefühl. Alles geschafft. Mega. Finally. Ich bin im Eimer. Heute die letzte 2. Session war wirklich intensiv. Beziehungsweise intensiv im Sinne von anstrengend. Hat viel Willenskraft erfordert. Aber ich möchte auch mal betonen, die Umstände erlauben gerade dieses Training. Die Regeneration lässt es zu, vom Zeitmanagement klappt das Ganze. Ich bin aber halt auch einfach 10 Stunden im Gym. Also werden diesen Vlog beenden und sich so denken, na gut, steht der Bali-Vlog, wir haben nichts von Bali gesehen. Ja, ich auch nicht. Bali-Time hatte ich davor, hatte ich die 2 Monate, wo ich in Australien hier war. Und jetzt ist hier Hassan angesagt. Und deswegen, ja, nutze ich die Zeit noch, wo ich das auf jeden Fall so machen kann, weil es ist echt gut mit der Mittagspause da am Pool und so. Da hat man trotzdem noch ein bisschen Urlaubs-Feelings. Aber ja, es ist auf jeden Fall nichts für jedermann, weil es muss in die Zeit noch passen. Es muss von der Regeneration her passen. Und Jax trägt auch dazu bei, dass ich das hier so gut hinkriege, weil hier muss man jetzt schon ein bisschen pushen gerade. Und das wäre jetzt so ein Moment, wo man vielleicht, wenn man alleine wäre, schnell mal so ein bisschen anfängt rumzuschludern. Auch wenn es natürlich nicht so sein soll. Aber ja, es ist natürlich auch viel mentale Arbeit hier. Aber das ist was ich auf jeden Fall mit nach Deutschland nehmen werde. Der Gedanke, Jan, nur weil jetzt hier gerade ein Jax nicht mehr schaut, kannst du jetzt hier nicht wieder Piano machen. Es muss weiter durchgepusht werden. Das werden wir uns im Sommer sehen. Und wir werden die gleichen Wettkämpfe machen, also Portugal und Alicante auf jeden Fall. Das werden wir mal schauen. Dass er mich nicht sieht und denkt, ja, siehst du, bis zu dem Punkt war es gut. Und dann ist sie gefahren und dann hat sie verkackt. No way. Weil das wird gehasselt, auch wenn wir in Deutschland sind. Und dann muss ich mal gucken, wie ich das mit dem Training dann mache. Aber das werde ich dann entscheiden, wenn es soweit ist. Machen wir uns jetzt mal noch keinen Kopf zu. Zu. Drüber. Ich habe hier auf jeden Fall noch meine Himbeeren. Die kommen hier noch auf meinen Rice Pudding drauf. Und dann werde ich das genießen. Das ist so lecker. So lecker. Bisschen salty drauf. Absoluter Wahnsinn. Außer nur zum Training, es tut es einfach gut zu essen.
Wir haben jetzt 2015. Gehen ja gleich die Filme los. 2011. Ja, aber apropos Filme. Wir gehen nämlich hoffentlich auch noch heute einen Film los. Denn heute kommt der neue Phil Heath-Film raus. Und den werden wir versuchen zu streamen. Das heißt, ich fahre jetzt kurz nach Hause, gehe einkaufen, mach mein letztes Meal fertig und dann fahre ich zu Jack und dann schauen wir Film. Hoffentlich. Wenn es nicht klappt, wird es ein YouTube-Video, werde ich hier schwer kommen. Ja, vor ein paar Tagen wollten wir Grand Turismo schauen, zur Hälfte. Dann haben wir irgendwie so ein Camp gesehen, dann haben wir über Camps philosophiert, wie cool es wäre. Und dann sind wir komplett abgedriftet und dann waren wir irgendwann bei Bodybuilding in Brasilien und irgendwelche Jumps herausfinden, aber cool, weil das weg. Ja. Da muss ich auf jeden Fall gut schlafen, weil ich bin im Sack. Am Donnerstag steht das Hardcore-Beintraining an. Zweimal Beintraining. Plus die Stunde Cardio. Da muss ich erstmal noch ein bisschen regenerieren, weil ich fühle mich noch nicht so recovered. Gerade im Unterkörper. Aber wir haben morgen einen Tag. Vielleicht gönne ich mir noch eine Massage. Guter Schlaf. Zwei Nächte habe ich noch zum Recovern und dann geht's hier weiter ab Text. Also das sollte kein Problem darstellen. Übrigens heute kleine Exkurse bei am Wochenende in Slowakien. Auf dem Roller wollte man einfach an das Handy spielen. Einer ist dann auch vorbeigefahren, hat das Handy gegriffen, hatte schon in der Hand, aber dann hat sich losgelassen und dann ist weitergefahren. Also, ist nicht ohne. Aber nichts, wäre echt blöd. Dann hätte mir ein Laptop geschrottet, ein Handy wäre weg, ein AirPod. Kommt alle auf, heißt auf Dauer. Übrigens, ich glaube, dass die Mitarbeiter hier schon richtig genervt sind, weil wir ständig nach Wasser mit Eis fragen. Und wir einfach nervig sind, weil wir unsere Milch im Kühlschrank lagern, also sowas. Aber trotzdem sind sie immer ganz nett am Lächeln. Ich freue mich aber auf die deutsche Supermarktsituation irgendwie. Jetzt hier so, die Auswahl von den Produkten ist teilweise echt beschränkt. Es gibt zwei verschiedene Tiefkühlgemüse. Und es sind so Mischungen mit Mais und Möhrchen. Und da wieder irgendwie gute Auswahl zu haben und Brokkoli, wo keine Raupen drin sind. Voll betroffen. Guten Ketchup, guten Kaffee. Kaffee zu Hause. Da bin ich noch Sprudelwasser. Eine große Flasche Sprudelwasser, eine große Flasche Cola. Hier gibt's immer nur so kleine Döschen. Das sind echt die Sachen, man dann drauf crave, wenn man es halt so lange nicht hat. Aber dafür bietet Bali eine Menge andere gute Dinge. Möchte mich überhaupt nicht beschweren hier gerade. Am Sonntag ist Ostern. Machen wir ein Osterfrühstück. Wir wissen, ob zu Hause machen würden. Grüße geben raus und unsere Mutter. Nächstes Jahr wieder. Eiertitschen. Kennt ihr Eiertitschen, Leute? Hab's halt versucht, Jackson zu erklären. Er hat's erst gar nicht gereicht. Könnte auch in meinem Englisch gelegen haben. Und zwar machen wir das nämlich, dass wir an Ostern Eiertitschen. Das heißt, man hat die handgekochten Eier. Beim Osterfrühstück muss man dann erstmal quasi gewinnen oder verlieren. Und dann hat man das Ei. Das heißt, jeder hat ein Ei und dann haue ich das auf und dann guckt man, wer gewonnen hat. Und das macht man dann, bis alle Seiten demoliert bzw. nicht demoliert sind. Und dann hat man ein kleines Spiel gemacht. Das machen wir immer in Ostern, aber ich weiß nicht, ob das so ein deutsches Ding ist oder ob das nur unsere Familie ist, die sowas macht. Wir werden schwach. Auf Bali am Sonntag. Freut mich drauf. Da kommt auch wieder das Kompetitive raus. Raus von unserer Mutter. Leute, die Recovery Area werde ich schon vermissen. Und die Sonne. Aber hoffentlich scheint die Sonne in Deutschland. Das wäre toll. Wir sind uns gleich. Ja, aber den Supermarkt werde ich auch vermissen. Hier sind wir irgendwie immer. Ach, ich wollte doch eigentlich ein Einweihungsgeschenk für Jackson kaufen. Weißer Toast. Ja. Und Salz. So macht man das nämlich traditionell. Kennt ihr diese Tradition? Hanna und ich waren uns nicht klar, ob die so geläufig ist, aber eigentlich macht man das. Man bringt immer Brot und Salz mit. Sonntag ist ja Ostern. Haben wir schon mal ein paar Eier gekauft. Na, jetzt zeige ich euch den tollen Spinatpopfen. Da. Weiter.
große Empfehlung. Dieser Spinat hier ist richtig lecker. Von Bonduelle. Oh. Mit der gratis Milch dran. Das ist ja toll. Na, ist auch ein bisschen unnötig, ne? Quick Cook. Vielleicht probiere ich mal die. Gucken wir uns mal an. Bitte schön. Ah, Hef, no? Der ist okay. Mein. Hm. Can I have this Coke Zero? Yeah, okay. Think? The whole one. Oh. One bitch? The whole. The whole. Oh, the whole. This. Okay, sorry. Yeah. Thank you. Yeah, I got the good. Yeah, just here. I will pick it up. I got the cash. Yeah, perfect. Okay. Thank you so much. Na, so geht's ja auch. Thank you so much. Yeah. Please. Hi. Yep. Put here. Oop. Is it yours? Oh, that's mine as well, yeah. So, lieber das. Wir haben hier den wunderbaren Spinat. Ich habe gerade eben schon Jackson vorgeschwärmt, wie toll ich den finde. Und er so, hier ist jemand auf Diät, wenn du tiefgefrorenen Spinat gut findest. Aber, wie gesagt, ich finde ihn irgendwie echt, gestern mit den Kartoffeln und dem Ei, ist wie bei der Oma zu Hause. Ich weiß gar nicht, ob ich das jemals bei meiner Oma gegessen habe, wahrscheinlich eher nicht. Aber so große Stücke finde ich ja dann schon wieder doof, ne? Ich war ein bisschen zu früh gefreut, glaube ich. 4 Pakete gekauft, ganz begeistert. Jetzt habe ich hier so Riesenfetzen. Einfach in die Mikro, das finde ich auch immer toll. Dann ist halt hier schon fertig. So geht hier noch. Naja, ansonsten mache ich hier auch schon mein Porridge für den morgigen Tag. Und mein Ei. Und dann geht es hier weiter. Leute, ich mache jetzt hier nochmal gerade ein bisschen Arbeit. Also, ich habe mich geduscht, frisch gemacht, trinke mal noch ein Kühlchen, arbeite und dann ist Movie-Time. Ich bin im Eimer heute. Ich habe heute Morgen noch gesagt, dass ich mich so energiegeladen fühle und heute ist wirklich, ich fühle mich richtig ready für den Rest-Day. Aber ist ja auch normal, ist ja auch eine Prep, ist ja hier kein Schulausflug oder so. Deswegen ist schon alles richtig, wie es ist. Jetzt gibt es hier erstmal einen Schluck Cola. Und, was ich gerade noch gesagt haben, wir sind gepreppt für morgen. Porridge ist gepreppt. Der Rest wurde gepreppt. Und morgen gehen wir wieder zum Film schauen, Leute. Es ist richtig nett. Und zwar Maja Spa, also von Marie und Jake Snow. Die machen immer mittwochs so einen Filmeabend. Und das war so schön beim letzten Mal. Und das machen wir morgen wieder. Und machen die morgen läuft. Also kann man sich eigentlich wie ein Kino vorstellen, nur halt in so Instagram-mäßig alles so schön hell und weiß und mit so süßen Sitzsäcken und Popcorn. Scheiße, Popcorn freue ich mich natürlich ganz besonders. Nicht. Aber das wäre echt richtig nett. Und das machen wir morgen wieder, weil es so gut gefallen hat. So was könnte es auch eigentlich in Deutschland geben. Aber in Deutschland gibt es sowas nicht. Auch so Cafés und so. Mal so abgesehen von dem, ja gut, in Deutschland gibt es ein Kino, ne? Aber irgendwie ist das nochmal was anderes. Ansonsten stehen morgen 5 Calls an oder so. Ich fange mit meinen Camp-Calls an. Bin mal gespannt, wie lange ich dafür brauche. Aber ja, morgen finden die ersten Calls statt und ich freue mich sehr, weil die Bewerbungen waren schon richtig, richtig cool. Ich habe einfach erstmal die ausgesucht, die mich so richtig, richtig überzeugt haben. Und mit denen spreche ich dann die Kommentare. Und ich freue mich sehr aufs Camp, Leute. Das wird cool. Ich kann es nicht oft genug sagen. Ich bin richtig gespannt und ach, ich hoffe, dass wir jetzt einfach eine schöne, coole Gruppe, die gut Match zusammenstellt. Und der Rest ist eh mega. Also die Unterkunft, das Programm. Leute, das wird richtig cool. Das wird richtig, richtig cool. Ich freue mich sehr. Und jetzt wird erstmal das Thema schnell abgearbeitet. Wow, fast ein Licht. Okay, Leute, wir hatten riesige Schwierigkeiten, diesen Film zum Starten zu bekommen. Weil den gibt es irgendwie, glaube ich, nur in den... Das man kann ja nur in den USA abspielen. Das heißt, wir mussten mit VPN arbeiten. Trotzdem sind wir auf Bali. Und dann war es ein deutscher Account. Dann war es ein australischer Account. Riesendrama, Riesendrama. Aber letztlich hat es funktioniert. Wir haben die ersten Stunde noch was geschaut. Aber das konnte jetzt nicht zu Ende geschaut werden. Ich bin ein Schatten meiner selbst. Ich bin richtig, richtig kaputt. Und ich bin einfach ganz kurz eingenickt. Ganz kurz.
Und dann dachte ich so, nee, also der Film ist schon richtig cool. Es ist echt eine Empfehlung, wenn ihr irgendwie die Möglichkeit habt, den zu schauen. VPN regelt. Auf jeden Fall eine Empfehlung für diesen Film, habe ich das überhaupt schon gesagt? Breaking Olympia heißt der. Sehr cool. Naja, auf jeden Fall wird der Rest dann morgen oder so geschaut. Und jetzt nehme ich meine Supplements und dann geht's ins Bett, Leute. Ich bin müde, kaputt. Aber morgen ist wohlverdienter Rest Day und da freue ich mich drauf, na, zu entspannen, mal gut zu regenerieren und ja, ein paar Calls habe ich ja auch noch. Gibt's mal noch einen Schluck Cola? Bevor ich mein letztes Meal gegessen habe, dachte ich auch, oh Gott, ich habe so Hunger gehabt, so Hunger. Da kann ich gar nicht drauf klarkommen, den ganzen Abend muss man denken, hast du an diesen starken Hunger, aber dann habe ich mal das Sprite getrunken, mein Meal gegessen und jetzt geht's zurück. Jetzt kann ich mit einem guten Gefühl schlafen gehen. Ich bin nicht pappsatt, aber ich sterbe jetzt nicht vor Hunger. Das eh nie. Naja. Ich danke auf jeden Fall euch, dass ihr das Video geschaut habt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, es war wirklich ein ganz normaler Tag hier auf Bali, wo nichts passiert, bis auf großes Gym-Programm. Genau, an den Restes haben wir jetzt immer coole Ausflüge gemacht, aber an den Trainingstagen ist es eigentlich echt nicht möglich, irgendwas anderes zu unternehmen. Da geht es wirklich um Training, Arbeit unter einen Hut zu bekommen, mehr als 6 Stunden zu schlafen. Was aber eigentlich gar ganz gut klappt. Also ich schlafe keine 8 Stunden, aber so 6-7 Stunden sind auf jeden Fall drin. Und ja, wie gesagt, ich gehe jetzt auch schlafen. Ich hoffe zu quatschen. Danke euch fürs Zuschauen. Abonniert unbedingt den Kanal, damit ihr keine Videos mehr verpasst. Schaut auf Instagram vorbei, da ist immer ein bisschen mehr Traffic. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall im nächsten Video. Good night!